Kinder sind oft sehr ungeduldig. In dem Moment, in dem sie etwas unbedingt haben wollen, fällt es ihnen extrem schwer zu warten. Selbst wenn man ihnen verspricht, dass sie etwas viel Besseres bekommen, wenn sie sich etwas gedulden würden, würde es in den meisten Fällen so aussehen, dass sie das bevorzugen, was sie schneller bekommen können. Statt einem Spielzeug würden sie 2, 3 oder 4 Stück bekommen. Oder statt einem Schokoriegel ebenso 2, 3 oder 4 Stück. Und dennoch entscheiden sie sich für das eine Spielzeug und den einen Schokoriegel. Eigentlich wissen sie, dass das Warten sich lohnen würde. Aber sie möchten sich nicht lange gedulden, sondern sofort mit dem Spielen und Essen anfangen. Wenn wir meinen, dass nur Kinder so handeln, wir Erwachsenen aber niemals solche Entscheidungen treffen würden, muss ich euch leider enttäuschen. Ganz im Gegenteil, wir handeln oftmals genauso wie diese Kinder. Wir befinden uns in einem ständigen Kampf zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Wir wissen, dass wir uns auf einer Durchreise befinden und das diesseitige Leben nur als Sprungbrett dafür nutzen sollten, um ins Paradies zu kommen. Doch spiegeln unsere Taten nicht das wider, was unsere Zunge an Worten verlässt und wovon unser Verstand überzeugt ist. Dennoch befinden wir uns nicht im Jenseits. Hier und jetzt sind wir im Diesseits. Aber wir müssen es schaffen, trotzdem stets ans Jenseits zu denken. Nur wenn wir dies schaffen, wird es uns gelingen, dass das, was eigentlich weit entfernt ist, für uns greifbar zu machen. Dies wird einem aber nur dann gelingen, wenn man ständig versucht, die Dunya als klein und wertlos zu erachten und gleichzeitig intensiv über Jannah nachzudenken. Das wahre Leben beginnt in Jannah, was für uns bedeutet, unsere Taten dementsprechend zu vollziehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ja Allah, es gibt kein wirkliches Leben außer dem Leben im Jenseits. Wenn der Muslim in diesem Leben mit Erschwernissen geprüft wird und sie mit Sabr erträgt, erwartet ihn großer Lohn im Jenseits. Wenn er von seinem Vermögen auf Allahs Wegen ausgibt, dann erkauft er sich damit vielleicht sogar das Paradies. Wenn er seine Zunge und seine Schamteile vor Schändlichem bewahrt, dann verspricht Allah ihm das Paradies. Doch das Problem ist, dass wir nicht so lange warten wollen. Wir sagen es zwar nicht, aber in Wahrheit sind wir oftmals nicht anders als kleine, ungeduldige Kinder. Man muss an seiner Überzeugung vom Jenseits so sehr arbeiten, dass das, was eigentlich fern ist, nah erscheint und das, was einen umgibt, an Wert verliert. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Und jetzt spitzt eure Ohren. Was bei euch ist, geht zu Ende. Was aber bei Allah ist, ist bleibend. Wir werden denjenigen, die standhaft sind, ganz gewiss mit ihrem Lohn das Beste vergelten von dem, was sie taten. Welcher Mensch entscheidet sich bewusst für eine Sache, von der er weiß, dass sie vergehen wird, und verzichtet auf das, was besser und immerwährend ist? Nur der Unvernünftige würde so handeln. Aber so sind wir leider. Niemand sagt, dass es immer einfach ist, auf alles in der Dunya zu verzichten, weil in Jannah doch sowieso alles besser ist. Aber zumindest sollten wir versuchen, uns dies immer wieder vor Augen zu führen. Gewiss sind die Schätze und der Schmuck dieser Welt eine Versuchung. Aber sich ihnen gänzlich zuzuwenden, bedeutet nichts anderes als Selbstvernichtung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mehrmals vor dieser Versuchung gewarnt. Er sallallahu alaihi wasallam sagte: Worüber ich mich nach meinem Tod für euch sorge, ist, was das Diesseits euch an Schönheit und Pracht bietet. Wir müssen verstehen und verinnerlichen, dass das wahre Leben erst nach dem Tod beginnt und wir all unsere Handlungen darauf ausrichten müssen, was uns im Jenseits zu den Erfolgreichen gehören lassen wird. Auch wenn diese Welt sehr verlockend ist, im Jenseits wartet das Vielfache von all dem auf uns, wenn wir richtig handeln. Lasst uns unseren Fokus von dem abwenden, was wir schnell bekommen, was aber auch schnell wieder vergehen wird, und uns dem zuwenden und unser Leben danach ausrichten, was ewig bleiben wird. Und die letzten Worte sollen Allahs sein, denn niemand könnte es besser ausdrücken als er subhanahu wa ta'ala selbst. Dieses irdische Leben ist nichts weiter als ein Zeitvertreib und ein Spiel. Die Wohnstatt des Jenseits aber, das ist das eigentliche Leben, wenn sie es nur wüssten.